Hallo Backspin TV, hier ist Imbiss Bronco, der sympathische Fettwurstkoch aus Berlin. Ja, hallo Backspin. Von Kuba bis Jamaika, Bronco frisst mich wieder voll. Ich alleine Schweißausbrüche, weil ich bin auf Bifi-Roll. Atze Bierburg ist im Haus, hole die Banane raus. Kokosnuss und Zuckerrohr, walking on the dance floor. Ja, ich bin auf Tour mit meinem neuen Album Love, Peace und Bockwurst. Das Album ist ein bisschen hippie-mäßig, ja, deswegen auch dieses Love und Peace. Sehr musikalisch. Es ist so ein bisschen auch so wie die alten Platten von Beatles. Ja. Und ja, musikalisch ist ein bisschen Raga-lastig, nicht so wie das andere. Da waren ja viele elektronische Sachen dabei. Und macht Spaß auf jeden Fall. Viel Freude, natürlich Sommerhits dabei. Und man muss uns einfach selber mal am besten mal reinhören. Ne? Der allseits bekannte Serk aus Berlin ist da drauf. Dann ist auch Battleboy Basti ist vertreten auf dem Song. Kanze ist dabei, der unglaubliche Sänger. Natürlich Atze Bierbong. Ja, da sind auch ein paar Features bei. Viel mache ich auch alleine. Weil, ja, zu Miss Bronco passt halt auch nicht jeder. Ne? Ja. Ja, also wie gesagt, also wir haben uns, also ich habe mich eingeschlossen bei einem sehr guten Kumpel. Phil hat dieses ganze Album produziert, ist in Berlin, so eine kleine Bude gewesen. Habe ich mich wohlgefühlt, weil ich so damals auch angefangen habe in so einem Raum. Damals auch bei Serk, auch so ein bisschen so ein Style gewesen. Ja, so eine kleine Kabine halt. Er hat da an seinen Commodore gesessen, hat da recorded, sagen wir es mal so. Dann kam noch einer, der Fufani kam vorbei, er hat da sogar live die Trommeln und die Riffs eingespielt mit seiner Gitarre auch. Ist eine afrikanische Legende, sagen wir es mal so. In Berlin hängt er so oft im Jam rum. Viele Kiffer wissen, was das ist für einen Ort, für einen Platz. Und ja, sehr hippiemäßig und wie gesagt, da habe ich halt aufgenommen in einer Wohnung und da habe ich alles zusammen produziert mit Phil. Ja. Ja, es geht halt viel wieder um die Fleischeslust, also nichts für Vegetarier und themenmäßig, naja, es ist halt, würde ich sagen, es ist immer ein bisschen das Thema natürlich Fleisch und diese Bockwurst oder Currywurst, alles mit drinnen. Ne? Und ja, da ist auch so ein bisschen, dann haben wir natürlich so ein paar Spaß-Songs, zum Beispiel hier dieses Gehacktes, ja, das ist so ein bisschen so von diesem MC Hammer-Song damals so ein bisschen angelegt worden. Ja, sonst Rugger-lastige Songs sind dabei, der zum Beispiel mit Serk oder der mit Atze Bierbong, Wo bist du? Ja, also Spaß und viel über Fleisch, ne? Naja, ich erwarte einfach immer wieder, dass es gerne gehört wird, ne? Imbiss Bronco, dass die Fans, die Leute, die sich das kaufen, auch immer wieder gut lachen können, ja? Und sonst, ja, Erinnerung, großartig. Es ist natürlich immer eine Erinnerung, wenn ich irgendwas aufnehme zum gewissen Zeitraum, wo ich sage, okay, das war eine geile Zeit und genau so war es da auch, also in dieser Wohnung bei Phil, wo wir da alle gechillt haben. Dieses Album ist da entstanden, danach gleich das Musikvideo hinterher, auch in der gleichen Wohnung. War schon sehr, sehr schön. Also, Vollbart, voll behaart, mir hängt noch der Rest von dem Kartoffelsalat im Schnurrbart. Ne? Es, also Vollbart, dieser Song, ist, es geht darum, dass ich eine Imbissbude besitze,
morgens zur Arbeit gehe, in meiner Imbissbude die aufmache, den Sonnenschirm ausspanne, die Currywurst ins Fett lege, ja, die Leute kommen an. Also, sehr schöner Song. Dann gibt es auch noch eins, das heißt Gehacktes. Da geht es darum, dass ich zum Metzger komme und die Wurstfachverkäuferin an der Theke sehe, die mir sehr gut gefällt. Und über die rappe ich halt so ein bisschen. Ja? Das ist so ein bisschen ein kleines Liebeslied auch, aber es geht halt um Gehacktes, ja, was ich dann auch da bestelle. Ne? Ja, sonst sensationelles Lied natürlich, Wo bist du? Ne? Lanola mit Atze Bierbong. Das ist halt einfach nur lustig und spaßig, also nicht direkt ein Thema angesprochen, sehr sommerlich, fröhlich. Ja, habt da Spaß. Ich sag mal so, gibt es natürlich die Anfänge, wo man damals in Hip-Hop reingehört hat oder seine Musik für sich entdeckt hat. Die ersten CDs halt oder Kassetten, was das damals war und so, Platten. Aber was mich immer noch geprägt hatte, war damals natürlich, ich habe auf jeden Fall die allererste Wu-Tang-Scheibe gefeiert. Oder auch, ja, was gab's noch? Der Terminator 2 Soundtrack? Nee. Ja, so die Run-DMC war auch geil, ja. Aber ja, ich würde sagen, Run-DMC oder Wu-Tang. Also beides hat mich so, sind so Sachen, die mich geprägt haben. Also damit ging es dann richtig los. Live. Würde ich sagen, weil da verdienst du halt dann mehr Kohle, ne? Ein Studio ist halt auch chillig, ne? Das ist halt nicht so, kannst du halt, musst du nicht durchackern. Kannst du natürlich auch ein bisschen abhängen, ein bisschen ruhiger, aber live ist auch schon ganz gut. Bronco steht ja auch für Live-Auftritte, ne? Ständig live unterwegs. Wenn ich aus der Tür schon rausgehe, ist es sozusagen ja schon Promo. Currywurst. Ja, weil Currywurst ist einfach halt mit einem Brötchen und eine gute Ketchup-Soße, ne? Ist es schon sehr schmackhaft. Eine Bockwurst ist halt so ein Notfall, ne? Wenn man so gerade übelsten Hunger hat und an der Tanke hält und alles hat schon zu. Vielleicht ist da noch, schwimmt noch eine Bockwurst im Bockwurstwasser rum, weißt du, die nehmen kannst, aber ich sag mal so, jetzt zum Mittag extra zu Kaisers gehen und sich eine Bockwurst holen. Nicht direkt gleich, aber kommt mal vor, ne? Auch nach Lust und Laune, aber sonst eher so eine Currywurst mit Darm. Ja. Ich glaube, es kommt, also man muss Liebe nehmen, weil dadurch kommt ja der Frieden, ne? Also deswegen würde ich sagen, denn Liebe, weil alles kommt ja, das ganze Album ist ja auch entstanden aus Liebe, ne? Für euch. Und dadurch entsteht ja auch die ganze Harmonie, ne, vom ganzen Album. Also ich würde sagen Liebe. Ja. Berlin. Ja, da komme ich her, ne, halt. Da bin ich auch immer sehr gerne. Und ich feiere natürlich die Berliner, ne? Ja. Ein Abend zu Hause. Gemütlich mit einem Glas Rotwein. Pianoklänge und Kevin allein zu Hause. Nee, Harry Potter. War ein Witz. Ja, nee. Ich würde sagen Frühling. Da freue ich mich mehr drauf. Wenn ich jetzt Herbst schon weiß, davor hat man sich gefreut die ganze Zeit auf den Sommer. Dann, ja, scheiße, Sommer ist weg, wird langsam kalt. Okay, manche sagen auch, Herbst ist cool und die ganzen Blätter und so. Ja, ist ja auch schon manchmal ganz cool, wenn man so vielleicht 5 Minuten mal draußen rumlatscht. Das reicht dann aber auch. Dann brauche ich auch schon wieder Urlaub und muss in den Sommer. Also so lange halte ich das dann auch nicht so aus hier. Also es kostet mich dann schon wieder an, wenn ich dann schon die ganzen Blätter dann von den Bäumen fallen sehe. Dann weißt du Bescheid, bald wird's kalt. Ja, Rapper.
Ganz klar, also Produzent bin ich ja nicht. Ich sag mal so, wenn ich im Studio bin, dann bin ich auf jeden Fall gesangstechnisch eher am Mikrofon zu sehen oder auch zu hören natürlich, ne? Ich würde sagen, Nike. Ja, finde ich einfach cooler. Adidas war, sieht auch manchmal schön aus, aber naja, nee, wenn schon, dann schon auch mal ein kleiner Nike, ne? Ja. Ich würde mal sagen, hier ist so der Boden. Sieht auch aus wie mehr. Ich bin jetzt nicht so gut an Zeichnen gewesen, also ich glaube, Kollege war da besser. Aber ich gebe mir Mühe. Oh, hier noch. Ja, was soll es sein, ne? Das Typische halt, was man immer so malt. Das ist halt so ein schönes Haus hier mit Schornstein. Was ist denn hier halt? Das muss aber auch ein bisschen gelb sein, weißt du? Schwarz ist ja auch ein bisschen schwarz wie die Nacht. Das muss ja auch so ein bisschen schöner. Oh, jetzt hätte ich ja fast das mal. Sonne. Also ich weiß nicht, also ich mal jetzt einfach drauf los. Ich habe jetzt keine Ahnung, was genau erwartet wird, aber ich. Vielleicht kann ich ja hier noch. Dann hat das Haus noch so einen Weg. Pan zum Baum. Ja. Der muss natürlich grün sein, weil wir wollen ja die Herbststimmung nicht hier verewigen. Das ist ja alles scheiße. Das ist natürlich auch alles grün, das Wiese. So eine dicke Seite. Eine Seite ist dünn, eine ist dick bei den Stiften. Ach so, okay. Ja, dann machen wir lieber die. Ja, ist besser. Am besten noch ein paar Kirschen ran. Ja, Früchte sind auch immer so sehr erfrischend. Ja, so sieht es schon fast aus wie bei mir zu Hause. Ja. Ja, da gibt es natürlich noch ein bisschen mehr Bäume und hier so Büsche. Bei mir sind zurzeit die Sträucher sehr hoch gewachsen. Die werden jetzt alle gerade. Kommt der Gärtner und schneidet die jetzt weiß. Aber nee, Mähen, also so groß ist das jetzt nicht der Rasen. Das ist, wenn schon, ist es natürlich. So eine Hecke, ne? Da machen wir jetzt nur ein paar schwarze Sachen da rein, das ist eine Hecke. Also nicht, dass er denkt, mein Rasen ist so hoch. Ab und zu mäht man den ja nun auch mal. Ja, würde ich sagen, einfach hier gezeichnet, ne? Eduard. Nee, ich mache den schon auch welche, die mich dann halt auch unter dem Künstlernamen kennen, Imbiss Bronco, ne? Ja. Ja, nee, finde ich eigentlich gut. Fehlt jetzt nur noch eigentlich ein Wasser oder ein Pfeil irgendwo. Aber ja, ich würde sagen, es geht schon voll klar. Also wie gesagt, so sieht es aus hier. Ne? Ich würde sagen, ich glaube, es gibt nur einen einzigen Punchline-Gott da draußen. Und diese Punchline ist von einem sehr begabten Rapper und ist meine Lieblingspunchline. Er sagt, ihr macht krass auf Bad Boys, doch warum liegen in deinem Bett Boys?